Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zum Update vom 3.5.2017. Oh nö, ich hasse Star-Stable. Nein, Quatsch. Das ist eher ein Hassen im positiven Sinne, denn heute sind 3 neue Farben reingekommen und das ist überhaupt nicht gut für meinen Starcoins-Geldbeutel, denn sie sind wirklich wieder alle so schön. Wir haben zum einen neuen Isländer, einen windfarbenen mit wunderschönen blauen Augen und einem kleinen Flöckchen in New Hillcrest. Bleiben wir direkt in Epona, denn dort gibt es auch ein neues friesisches Sportpferd. Diese beiden sind natürlich entsprechend erst ab Spielerlevel 16 kaufbar, da man früher nicht nach Epona kommt. Dieses friesische Sportpferd ist ein exaktes Abbild des alten friesischen Sportpferdes, was man damals in Vorpinta kaufen konnte. Und in Firgrove, in den neuen Stallungen, erwartet uns ein wunderschöner, etwas dunklerer, rötlicher Morgenfuchs. Ebenfalls ein genaues Abbild des früheren Morgens, was ich auch schon sehr schön fand. Und das ist jetzt als Morgen gereworked worden. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es auf jeden Fall 2 Kaufvideos geben wird. Näheres möchte ich euch dann nachher noch im Kaufvideo sagen, was kommt. Und last but not least dürfen wir auch nicht vergessen, der Pferdemarkt ist auch wieder da für all diejenigen, die kein Interesse an den neuen Pferden haben, sich aber vielleicht eines der alten holen wollen oder vielleicht einfach nur ein paar Aufgaben machen wollen oder shoppen wollen. Okay, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Update. Ich muss mich erst noch ein bisschen fassen hier. Und nachher und morgen kommen dann definitiv noch Kaufvideos. Also dann, macht's gut. Tschüss.